Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The 30 Cent. Das hier wird das ultimative Farming-Video mit Timestamps, damit in Zukunft jeder weiß, mit welchem Charakter er wo wie farmen kann. Wird ein bisschen was länger für alle, die vielleicht schon einen oder anderen Farming-Spot schon kennen. Einfach mal unten in die Timestamps gucken und schauen, welchen Farm-Spot ihr da braucht. Ich würde versuchen, das Ganze so gut es geht chronologisch aufzudröseln. Deswegen fangen wir erstmal an mit den allgemeinen Spots, die ihr grundsätzlich mit allen Charakteren bespielen könnt. Da gibt es nämlich nur eine Handvoll von. Der allererste, der mir da einfällt, ist der Oldschool-Feldsturz-Spot. Den gibt es schon seit Anfang des Spiels. Schon 2 Tage nachdem das Game released wurde, gab es diesen Feldsturz-Farming-Spot bei Stelle des vermuteten Hinterhalts. Da gehe ich doch gerade einmal hin und ich zeige euch jeden Farming-Spot einmal, wie der funktioniert. Der Farming-Spot ist natürlich am besten mit Bunny, aber absolut kein Muss. Das ist ein Farm-Spot, den könnt ihr mit allen Charaktern machen. Das ist nicht der beste, ist nicht der schlechteste, er ist einfach super solide. Gibt euch Gold, gibt euch Erfahrung, gibt euch Creeper und Codebrecher. Also wirklich einfach ein grundsolider Farm-Spot, der bis heute noch meiner Meinung nach sehr, sehr gut ist. Und was ihr macht, ist hier einfach die Mission starten. Das könnt ihr natürlich auch im Öffentlichen machen. Und dann hier die Gegner einmal besiegen. Wie gesagt, mit Bunny ist das natürlich immer am einfachsten. Allgemein werde ich jetzt erstmal mit Bunny machen, um euch das bestmögliche Szenario einmal zu zeigen. Wir spielen hier natürlich auch auf Hard. Das macht natürlich immer am meisten Sinn. Und der Vorteil dieser Mission ist, oder dieser große Vorteil dieser Mission ist, dass sie sehr, sehr, sehr kurz ist. Hier ist jetzt schon der Endboss. Und ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet, aber da ist man in 20 Sekunden oder so durch. Wir können hier gerade mal auf das Ereignis gucken. 34 Sekunden mit ein bisschen rumtrödeln. Da seid ihr hier durch und kriegt sofort die Belohnung von der Mission. Das sind auch immer wieder 2000 Erfahrung und 15.000 oder 12.000 Gold. Und halt jede Menge Items, Gold und Kulpa. Da natürlich ganz wichtig, dass ihr wieder die Goldabwurfrate und Kulpa-Abwurfrate und Modulabwurfrate alles hier auf den Komponenten drauf habt. Dann gibt es noch einen allgemeinen Spot, das ist im Echosumpf und hier in verlassenes Gebiet bei verlassene Raffinerieeinheit. Das Ganze auch natürlich wieder auf schwer. Und hier muss ich sagen, hier klappt es fast eigentlich nur mit Bunny, weil die Gegner nicht wie gerade schön in einem Kreis sind, sondern schon etwas versetzter. Das werdet ihr gleich sehen. Und dieser Farmspot ist besser als Feldsturz, wenn ihr den mit Bunny innerhalb von 30 Sekunden schafft. Sonst leider nicht. Habe ich alles schon ausgerechnet. Also für alle Schlauberger, die jetzt in die Kommentare schreiben, Echosum ist auch viel besser. Ich habe es mir komplett ausgerechnet und weiß ganz genau, wie viel Erfahrung, Gold und so weiter hier in welcher Zeit fallen muss, damit sich das Ganze lohnt. Und natürlich auch immer mit Bunny. Also, der Trick hier ist im Prinzip mit Bunny, mit Mega-Reichweite, alles so schnell wie möglich zu besiegen und hier einmal durchzufliegen, quasi schon. Wenn ihr richtig schnell seid, dann ist das hier auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Farmspot. Vor allen Dingen, weil der nochmal ein paar mehr Gegner hat als gerade Feldsturz, könnt ihr hier auf jeden Fall nochmal ein paar Gold-Drops mehr bekommen. Und jetzt sind wir schon beim Ende. Und das Coole am Ende gibt es 2 Elite. Und hier gibt es auch noch ein cooles rotes Modul, was ihr bekommen könnt. Und das war die Mission. Und dann gibt es noch 2 Farmspots, die ihr nur mit Valby machen könnt. Das werden die einen oder anderen sowieso auch schon kennen. Das ist einmal der Valby-Run. Den werde ich ausnahmsweise mal nicht zeigen, weil wer den Valby-Run noch nicht mitbekommen hat, in der Festung, habe ich auch schon ein Video zugemacht. Valby-Run findet ihr sofort, aber es gibt noch einen meiner Meinung nach besseren Spot für den Valby-Run und das ist im unfruchtbaren Land die Kulpa-Mine. Die findet ihr hier in der Lagerstätte, Kulpa-Mine, und dort finde ich zumindest mal meiner Meinung nach gibt es noch mal ein Stückchen mehr Gold und ein bisschen mehr Erfahrung als im Valby-Run. Und ein riesengroßer Vorteil ist, gegenüber dem Valby-Run, es gibt keinen Endboss in der Mitte, der entweder draufgehen kann und dann ist die Mission vorbei und ihr müsst eine Minute warten. Und auch keinen Boss in der Mitte, der euch angreift und eventuell umbringen kann. Wir starten hier einmal die Mission und dann geht's hier rein und dann kommen 2, 3 Spawns von Gegnern. Die müssen wir einmal wegklatschen. Dann kommen nach vorne nochmal welche.
Das sind aber noch nicht die wichtigen Gegner. Die auch noch nicht. Die machen wir auch noch mal eben weg. Da war irgendeine crazy Explosion. Okay. Das sollte euch natürlich nicht passieren. Und diese beiden noch. Und dann aktiviert ihr hier diesen Schalter. Und dann geht die Mission eigentlich erst los. Weil dann macht ihr nichts anderes wie beim Baby Run und fahrt hier die ganze Zeit mit eurem Wasser im Kreis und schaut, dass hier wirklich drumherum alles voll mit Wasser ist und alle Gegner, die kommen, sofort mit einem One-Hit down sind. Und das Ganze könnt ihr 5 Minuten lang machen und gibt ein kleines wenig mehr Erfahrung und Gold und Kulpa, als ihr es beim Vibe Run bekommt. Habe ich selber ausprobiert, ich habe beim Vibe Run 2 Stück gemacht, weil Vibe Run geht ja nur 2,5 Minuten. Und hier habe ich dann quasi einmal gemacht und habe hier mehr Gold und mehr Kulpa bekommen. Kann natürlich auch ein Zufall gewesen sein, wegen Dropraten oder sowas, aber alleine schon der Vorteil, dass ihr hier keinen Boss in der Mitte habt, der euch stört. Und vor allen Dingen gibt es hier viel, viel cooleren Loot. Ihr könnt hier Codebrecher bekommen. Die Gegner können verschiedene seltene Items fallen lassen. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall ein coolerer Spot als der Oldschool Vibe Run. Erfahrung ist auch gar nicht so krass. Also da seid ihr mit den Türmen auf jeden Fall sehr viel schneller und effektiver. Aber das hier ist halt der super duper Gold Farm Spot und Erfahrung ist da eher so ein bisschen nebensächlich. 5 Minuten macht ihr irgendwas zwischen 200, 300 und 400.000 Gold. Kulpa habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, weil Kulpa braucht man nicht so unbedingt. Und Erfahrung sind wir so ungefähr bei 100.000. Je nachdem, ob ihr noch Boost drin habt und so weiter, aber so um den dicken Daumen rum 100.000 Erfahrung. Die nächsten Farmspots, die ich euch zeige, beziehen sich alle auf unterschiedliche Türme. Einmal ein Feuerturm, einmal ein Attributlosturm und einmal ein Elektroturm. Das ist auch wichtig, um alle Splitter zu bekommen. Ich fange mit dem Feuerturm an, hatte ich euch im Ultimate Lepic Video zwar schon gesagt, aber in Hagios gibt es einen Feuerturm. Das ist der beste Farmspot für Lepic, für Blair, für alle Feuer-Dudes, für alle Feuer-Charakter, weil dort die, ja, es ist der beste Turm, ich zeige euch den am besten einfach einmal mit Ultimate Lepic. Am besten da natürlich wieder mit 2 Leuten hier, weil die an 2 Standorten kommen, die Gegner, und dann übernimmt der eine den einen Standort, der andere den anderen Standort, aber es geht auch super duper alleine, dafür wechsle ich hier einmal auf Lepic und zeige euch das. Hier ist der Feuerturm. Und was ich mit Ultimate Lepic zumindest mal beim ersten Mal immer mache, ist einfach mal die Ult zünden. Das heißt einmal dahin und da zu den Gegnern. Und das hilft euch schon mal zumindest mal am Anfang, um die ersten Gegner zu besiegen. Aber auch wenn ihr jetzt nicht die Ult nutzt, könnt ihr natürlich auch einfach mit einem Donnerkäfig zum Beispiel die auf die Gegner drauf schießen. Die hat dann nochmal ein bisschen AOE-Damage. Anstatt dass ihr dann hier mit einem geheimen Garten drauf schießt. Aber das ist so der beste Spot für die Feuercharakter zum Farmen. Als nächstes der attributlose Turm. Den findet ihr in Vespas. Der ist gut für Valby, für alle, die keinen Attribut Schaden macht. Luna zum Beispiel ganz neu. Für Luna sogar sehr, sehr gut mit maximaler Reichweite. Kann hier extrem viel Erfahrung bekommen. Und ihr findet den im Mondlichtsee, hier ist er, und könnt dort einen ganz besonderen Trick anwenden, der relativ neu ist, den werdet ihr gleich auch nochmal sehen. Beim Lepic-Turm gerade habe ich es euch nicht gezeigt, weil es da meiner Meinung nach nicht ganz so doll Sinn macht, hier aber auf jeden Fall schon. Ich nehme mal eben einen Attributlos-Charakter, wie zum Beispiel Valby. Und was ihr dann macht, ist diesen, am besten natürlich wieder mit 2 Leuten, das heißt einer ist beim Turm und aktiviert den Turm und der andere kümmert sich um die Gegner. Ich bin jetzt hier alleine, deswegen zeige ich euch das einmal so, wie das alleine aussehen würde. Aber hier kommen jetzt ganz viele Gegner und was ihr macht ist, diese Gegner alle einmal besiegen, 55 Stück kommen hier insgesamt. Mit Valby geht das natürlich sehr easy, weil ihr hier sehr viel AOE-Damage habt. Und wenn alle Gegner besiegt sind, dann müsste man ja normalerweise zurückgehen zum Turm, den nochmal zerstören und dann geht's weiter. Aber was ihr einfach machen könnt, ist die Mission abbrechen und dann den Turm quasi neu starten. Das Wasser ist da immer noch. Dann geht ihr hier hin, startet den Turm wieder von neuem und macht hier vorne wieder
weiter und genau das gleiche Spiel nochmal. Da gibt es verschiedene Varianten, wie es am schnellsten ist. Wie gesagt, wenn ihr zu zweit seid, dann ist das natürlich am besten. Aber ich weiß, dass natürlich auch viele Solo unterwegs sind. Und das ist hier auf jeden Fall auch machbar. Wenn ihr zu zweit seid, dann könntet ihr euch hier mit Viessa hinstellen. Mit Vibe die ganze Zeit Wasser machen. Einer kümmert sich da hinten drum. Bei Luna ist das krasse. Luna kann sich ungefähr hier in die Mitte stellen. Und dann mit ihrem roten Modul, was ihre Fähigkeiten zu Angriffsfähigkeiten macht, so viel AOE-Damage machen, dass sie sowohl den Turm als auch die Gegner trifft und somit eigentlich durchgehend immer wieder abbrechen, neu starten, abbrechen, neu starten. Das ist hier sehr, sehr krass. Unterschätzt das nicht. Man kriegt hier extrem viel Erfahrung. Ich habe euch das gerade gar nicht gezeigt, deswegen das will ich auf jeden Fall noch mit reinpacken. Wir sind hier gerade bei 10.000 von 39.000 Erfahrung. Wenn ich jetzt hier einmal 55 Gegner mache, dann schauen wir mal eben, wie viel Erfahrung das gibt. Das, super, habe ich super getroffen. So, gestartet. Dann surfen wir hier einmal hin. Und dann sehen wir uns mal genau die Erfahrung an. Damit könnt ihr natürlich auch super Waffen leveln, Charakter leveln und. Ist aktuell so mit einer der besten Erfahrungsfarmspots. Hier gibt es natürlich kein Gold oder Kulpa oder sowas, aber sehr, sehr viel Erfahrung. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet, sind wieder ein paar Sekunden gewesen. Und Erfahrung haben wir gemacht 14.000. Und das in dieser Geschwindigkeit, das geht wirklich ruckzuck. Dann gibt es noch einen Turm, den werden wahrscheinlich die allermeisten von euch schon kennen. Ich packe ihn aber trotzdem hier ins Video, weil er wichtig ist. Den findet ihr in Festung und zwar hier unten der Elektroturm. Den Elektroturm könnt ihr natürlich nur mit Sharon oder Bunny machen. Ich bin der Meinung, eigentlich geht's nur mit Bunny, weil ihr den extrem AOE-Damage braucht, den ihr mit Sharon nicht habt. Oder ihr seid wieder zu zweit unterwegs, weil dort die Gegner nicht auf einem Fleck spawnen, sondern an zwei verschiedenen Orten. Das werdet ihr aber gleich auch noch sehen. Hier ist der Turm und was ich dann mit Bunny mache, ist mich hier so positionieren und die ganze Zeit im Kreis laufen. Und hier könnt ihr wieder den Trick von gerade anwenden und nach der ersten Phase die Mission abbrechen und direkt wieder weitermachen. Einmal diese Phase gibt 16.000 Erfahrungen. Und was ich immer gemacht habe, ist so ein bisschen ein Mischmasch aus beidem. Immer einmal abgebrochen, einmal abgeschlossen. Einmal abgebrochen, einmal abgeschlossen. Wenn ihr euch fragt, ey, wieso denn abbrechen? Das gibt doch dann kein Loot. Da skippt man diese 20 Sekunden, die man zwischen den Türmen hat. Wenn man abbricht, kann man sofort wieder neu starten und muss nicht diese 20 Sekunden abwarten. Ja, und das ist hier aktuell der beste Bunny-Farm-Spot. Jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, ey, was ist denn mit Frainer bzw. mit einem Giftturm? Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin keiner, der die Gifttürme macht und Frainer habe ich auf andere Art und Weise gelevelt. Also wenn ihr anorganische Splitter braucht, die es ja nur bei den Gifttürmen gibt, rate ich euch ganz, ganz, ganz doll in der Festung den hier zu machen. Dort gibt es 6 anorganische Splitter und das geht sehr, sehr viel schneller als die Gifttürme. Und dann gibt es noch einen einzigen Turm, den Eisturm für Viessa. Auch wenn ihr Viessa in Vespas bei dem Turm machen könntet, wenn ihr zu zweit seid, braucht ihr auch einen Turm, den ihr alleine machen könnt. Und den findet ihr auch in der Festung und das ist hier der Eisturm. Und dort könnt ihr euch von einer Stelle hinstellen und mit meinem Viessa-Bild alle Gegner auf einmal besiegen. Habe ich auch eine lange Zeit gemacht, gibt Poly-Splitter und sehr, sehr viel Erfahrung. Ich glaube, ich habe komplett Viessa hier 4 oder 5 Mal auf 40 prestiged. Ich zeige euch das gerade nur in der Theorie, damit ich den Charakter nochmal wechseln muss. Ihr greift unten den Turm an, am besten natürlich auch wieder zu zweit. Einer steht beim Turm und die Viessa stellt sich hier auf den kleinen Hügel und zündet dann immer die Ult genau hier hin und macht einmal oder zweimal Reichweite rein und natürlich ganz viel Abklingzeit und Dauer, dass der Bereich so groß ist, dass alle Gegner auf einmal getroffen werden. Und dann könnt ihr entweder abbrechen oder wenn ihr Polysplitter braucht, macht ihr halt den Turm immer wieder vom 9. An die Profis, ich weiß, dass es natürlich noch den ein oder anderen Spot gibt, wo man gut farmen kann, aber ich denke, als Grundgerüst, um für jeden Charakter, für jede Art von Farming, egal ob Gold, Kulpa, Erfahrung oder irgendwelche Items sind, haben wir hier alles abgedeckt.
Wenn ihr noch ein Video sehen wollt, wie ihr am besten die Teile für den Kristallkatalysator farmt und die Teile für den Energieaktivator, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, könnt ihr euch machen. Ist natürlich eigentlich relativ bekannt und eindeutig, aber vielleicht auch für neue Spieler kann ich euch einmal zeigen, wo es hier die ganzen Teile am besten gibt. Auch vielleicht für die Zukunft, dass man da ein kleines Nachschlagewerk hat, um zu wissen, wo findet man denn da die besten Sachen. Ja, ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow freuen. Heute kommt ja zum Glück ein sehr, sehr cooles Update. Wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, kommt morgen ein Update-Video. Wie gesagt, ein Follow dalassen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.